Klein gegen Groß, hieß es gestern Abend im Habichstadion. Alle Kleinen träumten davon, das Trikot von ihm zu bekommen, von Weltmeister und Superstar Mbappé. Ihn aus nächster Nähe zu erleben, für alle etwas Besonderes, bis hin zum Cheftrainer von Dynamo. Da geht mir das Herz auf. Ich sag, dieser Junge ist nicht zu verteidigen. Also das ist, ja, du siehst ja, mir fehlen die Worte. Das ist ein, ja, von einem anderen Stern. Zwei Tore selbst erzielt, eins vorbereitet. Paris führt zur Halbzeit gegen überforderte Dresdner mit 3:0. Das ist der Moment, in dem ein Balljunge beschließt, sich ein Andenken zu holen und bittet Mbappé um ein Selfie. Kein Problem. Direkt danach zeigt uns Jonas, so heißt der Bursche, voller Stolz den Schnappschuss. Stark. Gästecoach Thomas Tuchel war zum ersten Mal in Dresden. Bemerkenswert seine Reaktion auf die Schweigeminute vor dem Anstoß. Zum Gedenken an den kürzlich verstorbenen Jörg Stübner. Vorher im Stadionheft alles darüber gelesen und war dann auch für einen kurzen Moment betroffen, weil ich ihn nicht kannte, aber auch die Mannschaft natürlich kannte, die da auch in Uerdingen und so weiter gespielt hat. Saß ich als Kind vorm Fernseher und waren bewegende Worte vom Präsidenten. Das dann macht immer auf jeden Fall auch traurig, auch wenn man die Leute nicht kennt. Zurück zum Spiel und diesem Ausnahmespieler. Ein, zwei kurze Blicke, nur dann weiß er, was passiert und explodiert. Der Gegenspieler chancenlos. Wenn du gefühlt 10 Laufduelle gegen ihn hast und alle 10 verlierst, egal wie du das machst, ob du vorwärts verteidigst oder ein bisschen Raum lässt, ist natürlich außergewöhnlich. Zum Schluss die Story des Tages. Wer bekommt das Mbappé-Trikot? Noch ist nur die Hand zu sehen. Mit seiner beherzten Aktion aber wird der kleine Kerl sofort zum Helden auf der Tribüne. Und präsentiert der Familie stolz die Trophäe. Ganz starke Einzelleistung.